Na, Bedrohr. Ja. Endlich habe ich ein Bedrohr-Pokémon und ein Pokémon, das fliegen kann. Was bedeutet, dass ich mal einem Pokémon eine Erdbebenattacke beibringen kann? Oh yeah, Leute. Oh yeah. Welches Pokémon ich zuerst auslöschen? Tangulus. Dann Kryptoschlag auf Grunt. Boah, bist du schnell. Haus um. Bäm! So geht das, Junge. Das ist Mortal Damage. Himmel, hey! Whoop-bam, Sky Punch! Und... The Down. Tangulus wurde besiegt. Miltank. Miltank. Böss. Ach, wie süß. Komm, geh auf Knospe. Ach, wie süß. 16 Schaden, du bist so knuffig. Weißt du, dass du kleiner Satansbraten? So. Und weg mit euch. Kryptoschlag! Bamsch! Tschüss, Granbull. Also definitiv eine Kampfschwäche von dem Pokémon. Also Unlicht, normal. Kommt jetzt noch Gestein. Das war jetzt geraten, Leute. Das war echt geraten. Himmeli! Bam! Stirb, Miltank, stirb! Oh scheiße. Nose! Miltank ist so. Ja, aber Durchbruch. Okay. Geh auf Brutalanda, schade. Wow, das zieht so viel ab. Komm, Sporen. Aktiviert sich Sporen wird nie. Menno, egal. Machen wir mal so. Kryptoschlag. Haus um, bim! So, Miltank wurde besiegt. Miltank. Ich hasse Miltank. Miltank ist ein Apple. Oh nein, nicht Letter King. Das stärkste Nicht-Juba-Pokémon. Wenn es eine Fähigkeit Faulenzer nicht hätte, wie sie immer heißt, wäre es einfach übelst inbar und das ist mit Wertewechsel ja machbar. Und ja, das ist extrem schnell, das ist sehr stark, hat viele KP, gute Verteidigung, also das ist alles wirklich top und ist einfach nur evil. Dieses Vieh ist evil. Es ist böse. Ihr werdet sagt, ein Pokémon kann nicht böse sein, oh doch, Letter King ist es. Wenn es irgendwie so eine neue Dream World Fähigkeit hat, ist es glaube ich unbesiegbar und neu, es hat überlebt. Och man, oh. Oh my fucking F, you're firing this laser. Nein! Oh, Brutalanda! Wow! Wie man sehen kann, starke Durchschlagskraft. Nicht mein Brutalanda! Du Schwein! So, aber wer braucht DP? Ducky, komm mal raus. Du darfst auch mal fein. Mach es fertig, Ducky! Lehm, ja, Lehm, Jula, ich benutze keine Elektro-Attacken. Aber, okay, warum nicht? Also, ich muss sagen, Lehm, Jula ist nur bei Amaldo effektiv, weil alle Pokémon, die es sonst beherrscht, sind vom Typ Boden. Also, Kleinstein, etc., alle Schmerbe, glaube ich, auch. Ja, Schmerbe ist Typ Boden, ja, ich meine, Schmerbe kann die Attacke, glaube ich, auch lernen. Und Letter King wurde besiegt. Letter King! Der Blätter King, nicht der Letter King, sondern der Blätter. Natürlich der Blätter. Der Leaf King. Himmeli, bam! Und tschüss. So, das war ein einfaches Gemetzel hier. Oh komm, Banane Level Up und Knospe, das ist unfair. Oh man, Leute. Ich bin so froh, dass ich Rufus besiegt habe. Tut mir leid. Bam, Facepalm. Sonst bekomme ich so viel Geld und das kann ich nicht benutzen, weil ich, weil es hier keinen Markt gibt. Ich bin irgendwie ein Schwarzmarktladenbetreiber und da geht es, glaube ich, weiter, aber will ich auch nicht weiter. Erstmal Brutalanda beleben. Das ist das höchste Priorität, weil Brutalanda muss für mich den richtigen Mann stehen. Weil es hat ja am meisten aus, weil Kryptattacken auf Krypto-Pokémon nicht sehr effektiv sind. Ist zwar selber dann eher schwach vom Angriff her, aber ich werde die Pokémon schwächen, um sie zu fangen. Muss ich hier lang? Ich glaube hier. Oder muss ich da lang? Ist das hier ein Weg? Oder? Ah, nee, das ist eine Dekoration hier. Okay. Gut, dann gibt es ja wohl jetzt zum richtigen Showdown hier. Oh, ich freue mich schon. Nicht. Oh ja. Leute, ich freue mich. Wow. Mit epischer Cutscene. Und der sitzt in seinem fliegenden Stuhl. Hey, du hast es also doch geschafft! Was ist das für eine Stimme? Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass mich ein kleiner Junge so weit verfolgen würde.
Professor Klein, die CD-ROMs und die Festung. Du hast ganz allein jeden unserer Pläne zunichte gemacht. Nun ja, vielleicht nicht ganz allein. Die Meldung von OMBs haben ihren Teil dazu beigetragen, uns zu schaden. Wie dem auch sei, das Projekt Krypto-Pokémon ist noch nicht beendet, es wird der letzte Akt werden. Du hast dir das Recht verdient, die Gänze unserer Pläne zu erfahren. Der erste Schritt war, ein Krypto-Pokémon zu erschaffen, das gegen die Krypto-Erlösung resistent ist. Als nächstes werde ich eine Armee von Krypto-Pokémon schaffen, die eigentlich meine Befehle ausführt. Ist dieser zweite Schritt getan, werde ich die Wärterschaft übernehmen, ohne das Zutun unnützer Menschen. Und nun? Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Möchte dir meinen hingebungsvollen Diener vorstellen? Die Kreatur, die meine Armee von Krypto-Pokémon anführen wird. Tritt vor, XD-001! Hallo? Wie geht's? Boah, das sieht so geil aus. Codename XD-001, das Masterprojekt in seiner Vollendung. Krypto-Lugia. Dieser Lugia ist das erste Krypto-Pokémon, das nicht erlöst werden kann. Nun lass uns das Gelingen meines Krypto-Pokémon-Plans feiern. Schnapp dir dein Opfer, Krypto-Lugia. Wow, geil. Los, Knospe, Brutalanda. Bam, bam. Epische Musik. Töne. Ja, natürlich ist es ein Krypto-Pokémon, muss ich nicht mal scannen. Der Ausscanner reagiert eigentlich zu Krypto-Pokémon, ja, natürlich. Level 50, bitte. Ja. Ja. Wie geht's so, hä? Masterball! Meisterball, los! Ich hab keinen Ball, ich hab keinen Bock hier, meine Zeit zu verschwenden. Du kannst Krypto-Fessel benutzen. So, los geht's, Meisterball! Bims! Und tschüss! Meine Willkommen im Team, in der Box. So, das war's dann mal. Toll, Lugia wurde gefangen. Spieler besiegt, ja, ich besiege ihn einfach mal so, ja. Cool, ne? Lugia! Lugia! Lugia? Lugia? Ich weiß nicht, wie sie deine Stimme jetzt war. Mann! Wie kannst du es wagen? Wie kannst du mein Krypto-Pokémon, Krypto-Lugia krallen? Mein einziger wahrer, loyaler Anhänger! Nun ist alles verloren, doch ich werde persönlich für die vollständige Niederlage deiner Pokémon sorgen. Was? Hä? Das wird dein Ende! Was? Was? Es geht noch weiter! Ich will mal heilen oder so! Oh mein Gott! Was für ein Krypto-Blick und oh my fucking Gott! Rizoros und Lavados. Er hat Oz Pokémon mit Rizoros und Lavados. Alter, die Musik ist episch! Hoch 11! So, und ich weiß, dass Lavados, Arctos und Zapdos spezielle Krypto-Attacken beherrschen. Nämlich Krypto-Blitz, Krypto-Feuer und Krypto-Eis. Diese können verbrennen, einfrieren und paralysieren. Das sind aber Krypto-Attacken, sofern ich das mitbekommen habe. Das ist mein Du und... Boah, Mann, wie hoch die gelevelt sind. Oh, fuck, Alter. Krypto-Schlag, damn! Hört sich kaum was ab, aber... Naja. Oh, fuck, ist das viel schnell. Wow, aber geile Animation. Das ist nicht sehr effektiv, finde ich auch gut so. Starre Spore, los! Du triffst, geil, danke. Und ja, ich werde noch etwas sagen, und zwar, ich werde nicht alle Pokémon, erlösen. Nein, ich kommt fest, ich wollte Brutalanda auswechseln, aber scheißegal. Nämlich, es würde viel zu lange dauern, dann würde das Projekt vielleicht 200 Parts dauern, weil ich das, am Ende sind nur noch Gemetzel und so. Darauf habt ihr, glaube ich, auch kaum Bock. Also, ja. Werde ich das nicht tun. Es tut mir leid für Leute, die sich darauf gefreut haben. Aber, ne. Wird so nix. Und ja, also, sobald ich das letzte Krypto-Pokémon gefangen habe, ist das Projekt dann auch beendet. Gebt dann noch mein Resümee dazu zum Game ab, weil, ja, das muss auch einfach dazu sein. Und ja, Krypto-Chaos. Was macht jetzt dieser Tag schon wie. Ach ja, ich erinnere mich. Massenverwirrung. Dankeschön, du Scheißvieh. Ha, abgewehrt. Noob. Oh, verdammt, immer noch schnell. Ah,
Es trifft! Nein! Wow, 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 wow. So, Kopfnuss und Brutalander. Haben wir Megablock? Megablock. Moment mal. Ah, nee, doch nicht. Ah, bewährte Pokémon halt, ja. Dann spare ich mir den Hyperheiler. Hier, Knospe. Knospe ist lieber wert. Geil. Kopfnuss! Mann, das schreckt nicht zurück, wird nicht richtig paralysiert, das ist scheiße und du greifst immerhin Brutalander an, das finde ich gut. Solange Brutalander nicht verbrennt. Kryptokörper, komm jetzt! Noob, das ist lame. Ha, abgewehrt. So, okay, Knospe, mach nochmal Kopfnuss. Und, ach komm, ich probiere es mal. Kryptoschlag! Bam! Ich mach kaum Schaden, aber es ist momentan Rille. Knospe, los! Los, du schaffst es! Scheiße, egal. Okay, gut. Ich denke mal, Rittraus kann nichts anderes. Kryptofeuer. Ich glaube, Lavalas kann auch nichts anderes, kann es sein? Oh nein! Es wird schlau! Es greift... What the fuck? What the hell? Wie wird denn das ab? Alter! OMG! Ich habe den Gegner unterschätzt. Und zwar wie und wie. Alter. Scheiße. Leute, ich bin ein Noob. Ich habe meinen Gegner unterschätzt. Das darf man nie machen. Egal wie schwach der Gegner ist. Das darf man nie machen. Ja, Halleluja. Oh, leck mich. Ah, wird aber abgewehrt. Abgewehrt. Ah, leck mich. Naja, Brutalander muss auch immer getroffen werden, oder nicht? Oh Mann. Aber Brutalander, du hältst momentan in Attacken ziemlich gut stand. Finde ich gut so. Kopfnuss und Brutalander. Wird womöglich nicht klappen, aber. Ich vertraue auf mein Glück. Oh fuck. Ich muss 3 legendäre Vögel fangen mit 18 Bällen. Das ist unmöglich. Aber ich gebe mein Bestes. Wenn meine Bälle nicht ausreichen, dann halt Pech gehabt und schon ist es draußen. Oh fuck. Kopfnuss. Auf Rizeros. Bam. Schreck zurück. Und. Oh, komm, hör auf mit der Attacke. Nicht auf. Nicht auf. Oh, Mann, verdammt, geh auf Brutalander damit. Mann. Nein, es brennt. Nein. Oh, komm. 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 Die Attacke ist scheiße, weißt du das? Ja, ich bin gerade verwirrt, ich weiß. Leider. Und heilt sich und Verbrennung. Fuck. Okay, Trugschlag auf Lavados und Brutalander. Du machst mal Top-Genesung auf Knospe. Und ich habe viel zu wenig Tränke. Oh Gott, das wird nie reichen. Oh Mann, ich werde nochmal gegen Phrenos antreten müssen. Naja, ich werde nochmal gegen ihn antreten müssen. Und komm jetzt! Geh auf Brutalander, okay? Bitte, 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 bitte. Ey, leck mich. Leck mich so am Arsch. Oh, komm, nicht die Attacke. Haben wir das nicht schon genug gehabt? Mann. Oh, Leute. Das ist so scheiße. Wohl, naja. Gut, Rizeros kriegen, glaube ich, nur Krypto-Chaos. An sich nicht schlecht. Andererseits schon wieder doch. Okay, gut. Dann noch eine Top-Genesung. Oh, fuck. Das Blöde ist, ich kann Knospe nicht auswechseln. Ich will das aber nicht verrecken lassen. Und dann muss ich noch eine Runde mit Beleber und Teilen verschwenden und Lavalos ist ja auch, das ist kaum noch KP. Komm, doch, ach, komm jetzt. Es reicht. Lavalos, lass den Scheiß. Blödes Vieh. Ach komm, okay gut, dann lass ich es in dieser Runde. Und Rittraus ist paralysiert, das greift nicht an. Überreste halt, so. Gut, dann Kopfnuss auf Rizeros, auch wenn es wenig abzieht, aber Wayans. So, Lavados, tu mir den Gefallen und bleib im Ball, ja? So. Liebes Arceus, ich bete wenig zu dir, aber bitte lass mich dieses Pokémon fangen, okay, danke. Amen. So. 1. Oh, fick dich! Scheiß Vieh. Kopfnuss! Bings! So, komm. Lavados paralysiert. Ha! In your face! Oh, leck mich.
diese Kopterkaus-Attacke, die nervt. Wisst ihr das? Oh Mann. Brutalanes Presse werde ich glaube schon lange nicht mehr. Aber egal. Okay, gut. Diesmal benutzt Knospe den Ball. So, und du benutzt mal Kryptoschlag auf Rizeros. Los, Krallball! Ich bete momentan.